Willkommen Leute zu einer neuen Folge der Schalke Karriere. Und ja, nachdem wir in der letzten Folge so durchwachsen gespielt haben, nachdem wir eigentlich echt stark angefangen hatten in der Folge davor, wollen wir jetzt in dieser Folge wieder zu unserer alten Form am besten zurückkehren und richtig, richtig stark spielen und hier einige Punkte holen. Und ja, angefangen mit dem Spiel gegen Gladbach. Mal gucken, ob uns da ein Sieg gelingt, nachdem wir das letzte Spiel gegen Augsburg in der Liga verloren haben. So, gibt er gleich mal einen Eckball für die Gladbacher. So, kurz ausgeführt. Der kommt dann in die Mitte. Aber dann haben wir den Ball. Jawohl, so. Und dann können wir das hier schön klären. So, und jetzt hier Silas setzt sich da durch. Silas kommt da auch an Skelly vorbei, der da ein bisschen unglücklich aussah. So, dann ist er aber ziemlich alleine. Der Silas probiert selbst und macht das Tor. 9. Minute, 1-0, Silas bringt uns hier in Führung. Das ist echt, echt stark gemacht, was er da gemacht hat. Boah. Hier Silas lässt da nochmal einen Verteidiger aussteigen und dann ins lange Eck. Ich glaube, dem Keeper sogar durch die Beine durch. Sah zumindest so aus, oder? Ja, dem Keeper durch die Beine durch macht er hier das 1-0. So kann das noch gerne losgehen. So, jetzt hier die Gladbacher mit Vasquez. Der kommt dann nach vorne, aber Mama, das Spiel, die kann das dann retten. Da ja, haben wir mal kurz nicht aufgepasst und schon war der durch, aber unser Keeper ist noch da. So, die Ecke rein, aber wird dann nur zu einem Gladbacher geklärt. Und einen Ball auf Wolf müssten wir haben. Also der Ball darf nie im Leben zu Wolf ankommen, da müssen wir eigentlich im Weg stehen. Gibt jetzt hier zum Glück die nächste Ecke. Der kommt ein bisschen gefährlicher, der Ball. Und da muss der Keeper eigentlich ran. Dann haut den aber der Verteidiger vorm Keeper weg. So, und dann... Ah, schade. Spielt da aus Versehen einen Pass. Ja, jetzt kommen die hier gleich nochmal zurück. Aber dann ist da Luke Eber. Jetzt hier die nächste Chance für uns mit Kevin. Schade, der es nicht macht. Aber dann ist da Salazar, der reinköpft. Da landet der Abpraller aber genau bei Salazar. Also da wirklich punktgenau auf ihn kommt der Ball. Hier die Chance mit Schade, der es probiert. Und dann Salazar, ja, kommt wirklich genau auf seinen Kopf. Zum Glück ist da Schade nicht mehr ran. Das wäre, glaube ich, sonst abseits gewesen. Und ja, dann erhöhen wir jetzt hier auf 2-0. So, jetzt hier die nächste Chance. Für uns Salazar 3-0, 41. Minute. Jetzt ist der Bann gebrochen. Jetzt läuft das hier für uns schön durch. Und dann, ja, ins lange Eck. Omlin hat keine Chance mehr. Und schon steht es hier 3-0 für uns. Salazar mit einem Doppelpack. Ja, jetzt wird das hier doch nochmal richtig deutlich zur Pause. Jetzt kurz vor der Pause, wir nochmal mit Salazar, der trifft nicht, dann ist aber Schade, der trifft auch nicht, dann ist dann nochmal Salazar, der kommt dann aber nicht ran, Mann, ey. Wenn er da bloß noch irgendwie den Fußrand bekommt und reinhält, steht es hier 4-0. Mann, beinahe nochmal ein Tor kurz vor der Pause. Und ja, bis jetzt, also die Statistik, haben wir ja kurz gesehen, ist eigentlich echt ausgeglichen, aber wir halt einfach mit 3 Toren. Wir haben beide gleich viele Schüsse, die 0,4 erwartete Tore mehr. Und ja, ich muss sagen, eine Sache, die mir jetzt gerade gar nicht in den Sinn gekommen ist, wir werden jetzt natürlich wechseln, weil unter der Woche steht das Spiel gegen Trabzonspor an. Da sollten wir vielleicht auch ein paar Spieler schonen, damit wir mit der ersten Elf ohne Probleme spielen können. Und ja, das war es jetzt, glaube ich. Flick, Jeckel, Meier, Guerra und Pieringer kommen jetzt gleich rein. Und jetzt machen die Gladbach hier den Anschlusstreffer. Es sind noch alle Leute drinnen, also es wurde noch nicht gewechselt. Und schon ja, machen die kurz bevor wir wechseln sollen das Tor. Und es steht nur noch 3-1. Vasquez müsste das, glaube ich, gewesen sein. Ja, da spielen die einen Pass. Wir sind eigentlich dran, aber dann fällt der halt wieder genau zum Spieler und dann... Ja, steht es hier jetzt auf einmal wieder 3-1. Und ja, jetzt wird es hier vielleicht sogar nochmal spannend. So, jetzt hier vielleicht die nächste Chance für uns. Kraus. Da stehen die hinten aber wirklich dicht. Da ist kein Durchkommen. Also dafür, dass die eigentlich hinten liegen und man meinen sollte, die spielen jetzt ein bisschen nach vorne, um hier noch zu einem Punkt oder so zu kommen, stehen die halt echt defensiv und beschränken sich hier nur auf Konter. Aber scheinbar scheint das zu funktionieren und Gastag dann hier fast mit dem Tor wird jetzt auch ausgewechselt.
Interessant, dass sie den von Philadelphia geholt haben, aber haben auch Vasquez geholt. Die haben sehr viel in der MLS gewildert. So, und jetzt hier nochmal Mamardashvili, der zum nächsten Eckball pariert. Ball in die Mitte, aufpasst, und jetzt ist das Tor. Vasquez mit dem Doppelpack zum 2:3. Eieiei, das ist hier eine halbe Stunde zu spielen und wir haben unsere besten Leute rausgenommen. Das wird hier nochmal spannend. Ja, kommt da vollkommen frei zum Kopfball mit der 17. Ich glaube, das müsste Flick gewesen sein. Der ist denn dazu gewiesen. Der kommt dann hier ins Kopfballduell. Jetzt wird das hier wirklich nochmal spannend. So, jetzt hier kurz vor Schluss vielleicht nochmal eine Chance für uns. Schade, in die Mitte. Der kommt leider nicht an. Der Ball sollte es aber auch gewesen sein. Wir haben es dann doch noch geschafft, diese halbe Stunde irgendwie zu überstehen. Das wäre am Ende echt nochmal schief gegangen, diese Wechsel, muss man sagen. Also, das, gut, wir konnten halt aber auch nicht wissen, dass wir zur Halbzeit dann, dass wir in der zweiten Halbzeit dann so einbrechen, auch noch mit den alten Leuten. Und ja, die Gladbacher hatten schon echt Pech, dass sie das nicht gewinnen. Das ist schon ein echt glücklicher Sieg hier für uns. So, und jetzt sind wir angekommen beim Spiel gegen Trabzonspor. Das werden wir, wie gesagt, simulieren und dann das Rückspiel in der nächsten Folge gegen dieselbe spielen. Wir brauchen aber trotzdem einen Sieg. Das ist echt wichtig gegen die, damit wir nicht den Anschluss verlieren in der Gruppe. Wir spielen 1:1, sind auch wieder die bessere Mannschaft. Ha, das könnte eng werden mit Platz 1 jetzt noch in der Gruppe. Okay, jetzt Halbzeit in der Gruppe. Wir sind einen Punkt hinter Trabzonspor. Das können wir dann im direkten Duell noch umreißen und auch nur 3 Punkte hinter Sassuolo Calcio. Also es sieht nicht so schlecht aus, sind ja auch wie gesagt noch 9 Punkte zu holen. Und Platz 2 wäre ja erstmal auch noch okay. In der Rückrunde spielen wir dann in der K.O.-Phase eh alle Spiele selbst in der Euroleague. Deswegen Platz 2 wäre eigentlich auch kein Problem. Wir hätten dann halt 2 extra Spiele noch in der Gruppe, aber gut, lässt sich dann halt nicht ändern. Hauptsache wir kommen weiter. So, und jetzt gegen Hoffenheim, hat ja, glaube ich, letzte Folge auch schon angekündigt, wird die komplette B11 spielen, da wir nämlich unter der Woche alle Leute brauchen mit maximaler Fitness. Deswegen, ja, darf jetzt die B11 ran. Wahrscheinlich holen wir sogar einen Punkt, völlig gegen alle Erwartungen. Nein, wir verlieren, aber wir haben mit der ersten Elf schon höher verloren, als jetzt die B11 gegen dieses Team verliert. So, und jetzt sind wir angekommen beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Da hatten wir in der letzten Folge auch ein echt enges Ligaspiel gegen die. Ich glaube, wir haben auch nur knapp mit 2:1 oder so gewonnen. Und ja, jetzt geht's aber im Pokal gegen die. Da wollen wir auch auf jeden Fall weiterkommen. Letztes Jahr waren wir im Halbfinale. Dieses Jahr würde ich eigentlich schon gern den Titel auch mal gewinnen, was ja nicht unrealistisch ist. Und ja, dafür müssen wir es aber erstmal in der zweiten Runde gegen die Wolfsburger bestehen. So, und da sind wir auch schon. Wir dürfen zu Hause spielen, dieses Spiel. Das ist ja ein Vorteil für uns. Und ja, mal gucken, wie das hier läuft. Wie gesagt, in der letzten Folge erst gegen die gespielt, da wurde es verdammt eng. Und ja, aber am Ende, wenn da auch wieder ein Sieg steht, ist alles in Ordnung. Jetzt kommen die hier gleich mal nach vorne, aber dann können wir das noch blocken. So, jetzt hier der Ball auf Schade, der es probiert und dann ist dann leider der Keeper-Kopfball. Oh, wird dann auch noch noch komm, ey. Da muss Silas den Ball doch behaupten. Auch interessant, dass Fischer heute anscheinend in der rechten Verteidigung spielt und nicht Aydin, unser Ex-Spieler. So, jetzt hier der Ball durch von Leveling, von Schade auf Leveling und der mit dem Tor. Ich hätte nicht gedacht, dass der reingeht. Das war jetzt eher so auf gut Glück mal probieren, aber Leveling macht den tatsächlich rein. Was ein Tor. Unterm Keeper ist der anscheinend durch. Hier der Pass auf Leveling und dann, ja, genau unterm Keeper durch. Wahnsinn, das hätte ich echt nicht gedacht, dass der aus der Position reingeht. Da, okay, gut, da steht der auch ein bisschen ungünstig, der Keeper. Und ja, schon ist der Ball drin, 15. Minute, wir sind in Führung. Boah, jetzt kommt hier ein so ein Pass auf Isaac nach vorne und dann ist da gerade noch so der Keeper. Also wo da auch schon wieder die Verteidigung stand, kannst du auch keinem erzählen. So, jetzt hier die nächste Ecke. Boah, Ball kommt rein, aufpassen. Boah, dann gerade noch geklärt. So, jetzt wohl haben wir den Ball nochmal. So, und jetzt komm, der Konter, jetzt ist hier gleich Halbzeit. Den Angriff kriegen wir aber noch. Jetzt hier der Ball in die Mitte. Oh, der war nicht gut, aber dann bleiben wir da noch dran. Nee, dann habt
der Keeper den Ball. Damit geht es hier in die Pause rein. Oh, Mann, das hätte hier beinahe nochmal das Tor sein können, kurz vor der Pause. Aber, nee, leider nicht. Und ja, bis jetzt ein relativ ausgeglichenes Spiel, muss man sagen. Wir mit etwas mehr Schüssen und auch etwas mehr erwarteten Toren, aber sonst ja eigentlich alle so für 0,2, 0,15 erwartete Tore, alle Schüsse auf beiden Seiten. Und ja, mal gucken, ob das jetzt hier im zweiten Durchgang noch besser wird hier für uns und wir vielleicht das ein oder andere Tor nachlegen können. Aber Stand jetzt wären wir zumindest schon mal eine Runde weiter. So, jetzt hier die nächste Chance, gleich mal kurz nach der Pause für uns. Leveling und der macht das Tor. 2:0, 50. Minute, wir sind tatsächlich wieder, oder haben die Führung tatsächlich ausgebaut. Boah, mega, mega stark. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell schon geht. Ja, hier der Pass durch auf Leveling, der dann am Verteidiger vorbei und dann auch wieder aus dem eher ungünstigen Winkel. Aber ist egal, Hauptsache der Ball ist drinnen. Anscheinend müssen wir immer aus solchen Positionen schießen, weil die einfachen Dinger können wir anscheinend nicht machen. Eher kompliziert ist so unser Ding. Und jetzt hier die nächste Chance für uns. Wieder Leveling. Der probiert es mit dem Lupfer, aber der war ein bisschen zu fest aufgeladen. Der muss ein bisschen mit weniger Power kommen. Da geht der vielleicht sogar über den Keeper ins Tor rein. So, jetzt hier die nächste Chance für uns. Wieder mit Jamie Leveling. Der mit dem Ball in die Mitte. Und da ist nicht das Tor. Ach komm schon. Ich weiß nicht, wer das war. Ich glaube, das müsste Salazar gewesen sein. Vielleicht war es aber auch Kraus. Beinahe hier mit dem Tor jetzt hier die nächste Chance für uns und Salazar auch wieder nicht drinnen. Aber gut, hier sitzt noch 10 Minuten, wir sind 2:0 vorne, also es sieht eigentlich sehr, sehr gut aus für uns. Und jetzt die Wolfsburg tatsächlich nochmal mit dem Anschlusstreffer, 5 Minuten vor Schluss. Ja, das sollte jetzt eigentlich nicht mehr viel bedeuten. Wir sollten das jetzt eigentlich noch runterspielen können. Und dann, da ist er auch wieder, das kann es nicht sein, dass er sich so frei da lösen kann. Valois mit dem Tor. Ich habe diesen Namen vorher noch nie zuvor gehört. Keine Ahnung, wo sie den ausgegraben haben. Der hat aber ein Bild, also ist kein generierter Spieler. Oh Gott, jetzt spielen wir hier so einen Fehlpass. Oh, jetzt wird sie vielleicht doch nochmal spannend. Sie sind jetzt gleich in der Nachspielzeit. So, Ball in die Mitte. Den sollten wir haben. Da ist Malik Chow, der klärt den aber auch zu artistisch. Den hätte er auch anders klären können. Und nochmal das Spiel, ich kann auch mal parieren. Gibt jetzt hier einen Eckball. Keeper ist auch mit vorne von denen. Ball kommt rein, geht raus. Jawohl, soll jetzt hier gleich weg damit. Jawohl, dann ist das Spiel aus. Damit gewinnen wir 2:1 gegen die Wolfsburger und stehen in der nächsten Runde. Die Wolfsburger, muss man auch sagen, sind keine schlechte Mannschaft. Also gegen die nur knapp zu gewinnen, ist wirklich keine Schande. Und ja, wir waren auch die leicht bessere Mannschaft. 3 erwartete Tore, haben nur 2 gemacht. Also beide Teams hätten sich eigentlich noch ein Tor ungefähr mehr verdient. Und ja, aber Hauptsache gewonnen und wir sind in der nächsten Runde. So, unser nächstes Pokalspiel ist auch schon ausgelost. Es geht gegen Werder Bremen. Das gibt es, glaube ich, auch dann in der übernächsten Folge. Ja, in der nächsten Folge noch nicht. Die nächste Folge werden wir... gute Frage. Ich glaube, wir werden die nächste Folge genau vor dem Bremen-Spiel beenden. Wir werden in der nächsten Folge die 5 Spiele im Oktober beenden. Ja, und genau, die 5 Spiele werden wir machen, dann vor dem Bremen-Spiel die Folge beenden. Ja, das klingt nach einem Plan. Jetzt gibt es in dieser Folge noch St. Pauli und ja, dann war es das auch schon. So, und da sind wir auch schon beim Spiel gegen St. Pauli. Es darf die erste 11 spielen, weil es eigentlich sehr viel Zeit ist bis zum Europa-League-Spiel. Ich glaube, wir spielen an einem Samstag und Donnerstag dann erst Europa-League oder wir spielen sogar Freitag, bin mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall ist ein bisschen Zeit. Und ja, deswegen die erste 11, die werden sich dann ausruhen und gegen St. Pauli gibt es ein 2:2. Also Simulation ist wirklich noch nicht auf unserer Seite diese Saison. So, und jetzt sind wir angekommen beim Spiel gegen Trabzonspor. Das werden wir dann selbst spielen in der nächsten Folge. Da könnten wir die auch schon überholen mit einem Sieg. Das wäre echt verdammt wichtig. Dann gibt es in der nächsten Folge auch noch das Spiel gegen Sassuolo Calcio. Da bin ich mir noch unsicher, ob wir das selbst spielen. Ich glaube, da werden wir die Highlights spielen und gegen Freiburg dann selbst spielen. Leverkusen und Köln werden wir simulieren. Und ja, dann eben vor dem Bremen-Spiel die Folge beenden. Und ja, dann gucken wir auch nochmal auf die Bundesliga-Tabelle. Das haben wir hier. Ja, Europa League haben wir noch alles in der eigenen Hand. Ist auch definitiv noch möglich, dass wir da weiterkommen. Und
Liga sind wir Sechster nur noch. Okay, das ist echt heftig. Aber sind auch nur 2 Punkte auf die Leipziger. Es sind 3 Punkte zwischen dem Ersten und dem Siebten. Oder zwischen dem Ersten und dem Achten, beziehungsweise dem Neunten, dann auch sind es auch nur 5 Punkte. Also Gladbach und Hoffenheim sind da auch noch nicht raus aus dem Meisterschaftsrennen. Dortmund weiterhin nur unten auf 13. Ja, sagt Pauli auch. Die haben einen Spiel aus 9 Spielen gewonnen und gegen uns dann jetzt gewonnen, einen Punkt geholt. Also ja, das ist halt auch. Ich verstehe nicht, wieso wir solche Spiele nicht gewinnen können in der Simulation. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, nächste Folge geht es ja auch gegen Köln in der Simulation. Freiburg gibt es und dann Leverkusen auch. Die, gut, die sind auch etwas weiter hinten, auch eher wie Dortmund, etwas enttäuschend. Und ja, das war es dann auch schon hier von dieser Folge. Ob wir dann Punkte fürs Weiterkommen in der Euroleague sammeln können, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und ciao.